Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön fair in den Kommentaren, euch gegenüber, mir gegenüber und den Teams gegenüber. Los geht's mit Lyon gegen Barcelona und ja, an dieser Stelle danke, dass ihr immer so fleißig reinschaltet und ja, wie gesagt, los geht's mit Lyon gegen Barcelona. Der FC Barcelona ist eigentlich in jedem Jahr in der Champions League durchaus als Favorit oder als Titelkandidat anzusehen. Gegen Olympique Lyon starteten sie auch gut rein, aber die Lyonnais haben auch zuletzt in der Liga unter anderem Paris mal schlagen können. Die bekamen da die erste Niederlage zu spüren. Hier hatte aber Luis Suarez in der 6. Spielminute die erste Möglichkeit für den FC Barcelona, aber das war noch nicht wirklich gefährlich. Jetzt aber eine Drangphase schon zu Beginn der Partie und dann auch das 1:0. 9. Spielminute, Luis Suarez und Barcelona mit der ganz frühen Führung brachte erstmal das Olympiastadion in Lyon zum Erliegen. Die Lautstärke, die durchaus da war, aber dann war sie schnell wieder da. Nach dem kurzen Schock sammelten sich die Fans, aber es brachte den Spielern auf dem Feld noch nicht so viel. Der FC Barcelona spielte weiterhin einen sehr konzentrierten und guten Stiefel nach vorne. Rakitic und Lionel Messi fast mit dem 2:0, knapp über eine halbe Stunde schon gespielt. Und bis dahin hatten die Gäste noch wirklich gar nichts anbrennen lassen. Sie hatten aber eben den zweiten Treffer noch nicht erzielt. Und jetzt wagte sich auch Olympique Lyon mal nach vorne. Wie gesagt, in diesem Stadion haben sie Paris schon geschlagen. Und davon hatte man bislang noch nicht so richtig viel gesehen. Jetzt aber mal Traoré, der nicht vom Ball getrennt wird. Dembélé, Moussa Dembélé legt den Ball in die Mitte. Und das dann auch Houssem Aouar mit dem 1:1. 38. Spielminute, wie aus dem Nichts der Ausgleich. Aber wenn man den Fehler macht, nicht den zweiten Treffer zu erzielen, dann wird man auch eiskalt bestraft. In der Champions League ist das so. Und jetzt macht das Olympique Lyon. Und sie wurden davon jetzt gepusht, die Gastgeber, und spielten noch besser nach vorne, beziehungsweise jetzt spielten sie sehr gut nach vorne. Wieder Aouar, der Torschütze. Nabil Fekir versucht sich dann mal aus der zweiten Reihe und Ter Stegen muss eingreifen. Klasse Schuss und der FC Barcelona wirkte jetzt desorientiert und fand gerade nicht mehr in die Partie. Starke Parade von Marc-André Ter Stegen, der sich dann eben mal auszeichnen muss. Der anschließende Eckstoß nicht richtig geklärt, nochmal heiß gemacht. Memphis Depay mit der Flanke und Moussa Dembélé mit dem 2:1. Die Partie war gedreht und das vor dem Pausenpfiff. Extrem bitter für Barca. Auch in der Liga haben sie die ein oder andere Schwäche schon gezeigt. Da läuft es seit einigen Wochen auch nicht mehr so komplett rund. Man gewinnt nicht mehr alles. Und jetzt liegt man nach 45 Minuten zurück. Das ist noch nicht der Weltuntergang, da man ja einen Treffer erzielt hat und 45 Minuten eben auch noch auf der Uhr standen. Trotzdem, so hatte man sich das nicht vorgestellt. Und der zweite Durchgang wurde jetzt extrem zäh, weil Lyon sich tief reinstellte und diesen Dreier um keine Umstände mehr aus der Hand geben wollte. Jetzt kam der FC Barcelona mal über die rechte Seite, aber das war recht einfallslos und dann dieser Ball von Sergio Roberto etwas sinnbildlich. Es passierte wirklich lange nichts. Wir sind schon in der 80. Spielminute. Dann Lyon mal mit einem Eckstoß von der rechten Seite. Ballbesitz sehr ausgeglichen, auch nicht unbedingt Barca-typisch. Dann hier mal von Moussa Dembélé um ein Haar sogar das 3:1. Er kommt zum Kopfstoß. Und das ist eben bis dahin die beste Möglichkeit gewesen im zweiten Durchgang. Da musste man den Gastgebern die Komplimente durchaus machen. Jetzt aber kurz vor Schluss erhöhte der Gast aus Barcelona nochmal den Druck. Guter Druck, guter Ball auf die rechte Außenbahn. Lionel Messi erläuft sich den ohne Probleme, hat dann auch die Übersicht. Sergi Roberto legt dann zu Sergio Busquets. Und Lopez muss sich auszeichnen. 87. Spielminute, da hält er das 2:1 fest. Es war aber noch nicht Feierabend. Nochmal der FC Barcelona jetzt in der absoluten Schlussphase. Die 90. Minute bereits angebrochen. Luis Suarez legt nochmal auf Arturo Vidal und Felipe Coutinho gibt ihn dann wieder ab. Nachspielzeit, wie gesagt, bereits angebrochen. Lionel Messi, Luis Suarez in die Spitze und der letzte Balkan Lopez. Dann auch nicht mehr zur Bedrängnis oder zur Verzweiflung bringen. Olympique Lyon gewinnt und das ist durchaus überraschend. Nicht unverdient am Ende. Barcelona macht im zweiten Durchgang zu wenig und so haben sich die Franzosen diese gute Ausgangslage verdient.
Der FC Liverpool gegen den FC Bayern München, eine Partie, die schon im Ohr extrem vernünftig klingt, und das sollte sich auf den Rasen am besten auch auswirken. Liverpool war hier aber zu Beginn in der Defensive erstmal gefordert, weil Bayern gut Druck machte und Lewandowski dann mit der ersten Möglichkeit nach 8 Spielminuten aber Alisson Becker nicht wirklich in Bedrängnis bringen kann. Fabinho wehrt den dann ohne Probleme ab. Man merkte bei den Reds, dass Virgil van Dijk fehlte, eben gelb gesperrt. Die Möglichkeit dann hier Goretzka, Lewandowski und Serge Gnabry das erste Mal Alisson Becker wirklich in Bedrängnis zu bringen. Auch das nicht unbedingt die größte Herausforderung. Trotzdem, er war jetzt mehr und mehr gefordert und weiterhin nur die in blau-grau gekleideten Gäste. Leon Goretzka, Thiago, Superball Lewandowski, Alisson Becker hält, dann ist der Ball zwar im Tor, aber es war auch abseits in dieser Szene. Der FC Bayern München hatte sich hier schon lange eigentlich die Führung verdient gehabt, aber sie haben es nicht geschafft, den Ball im Gehäuse unterzubringen, auch in dieser Szene, auch wenn es abseits war, nochmal gut zu sehen. Die einzige Schwäche des FCB war eben der Abschluss. In der Defensive zeigten sie aber noch keine Anfälligkeit, im Gegensatz zu einigen Ligaspielen. Jerome Boateng mit dem Fuß dazwischen und so ging es dann mit dem 0:0 in die Pause, und das war eher glücklich für den FC Liverpool, weil der FC Bayern stark nach vorne spielt und auch Möglichkeiten schon hatte. Knappe Stunde gespielt, wieder die Elf von Niko Kovac. Thiago wird nicht angegriffen, kann da spazieren vom 16er. Und Alisson Becker war jetzt mehr und mehr gefordert, konnte sich hier wieder beweisen. Diesmal kommt Fabinho nicht mehr ran, dann streckt sich der Keeper der Reds und kann sich zu Recht selbst feiern. Das war eine starke Tat. Der anschließende Eckstoß von David Alaba von der rechten Seite auch reingetreten. Da ist aber erstmal Joel Matip dazwischen. Da kommt der Abschluss trotzdem zustande durch James Rodriguez. Aber nur das Außennetz in dieser Szene touchiert. Was war mit dem FC Liverpool? Von der starken Offensive bis dato fast gar nicht zu sehen. Im zweiten Durchgang auch sehr, sehr wenig und sehr, sehr dürftig. Mané, Boateng da mit dem Fehler auf Wijnaldum. Mané, kein Abseits. Und so eiskalt sind sie dann doch. 78. Spielminute, 1:0 für den FC Liverpool. Es war tatsächlich kein Abseits. Und Mané lässt dann aus kurzer Distanz Manuel Neuer keine Möglichkeit mehr. Ist das bitter für den FC Bayern München. Aber die Schlussoffensive war nochmal da. Auch ein 1:0 wäre kein Genickbruch. Trotzdem extrem bitter, weil hier deutlich mehr drin ist. Deutlich mehr drin war. Nochmal die Flanke. Koman! Perfekt mitgenommen. Die Flanke von Joshua Kimmich. Aber Alisson Becker ist im kurzen Eck und konnte das 1:1 verhindern. Trotzdem war noch immer nicht Schluss. Die Bayern richtig gut eingestellt und das 1:1 lag hier durchaus in der Luft, weil sie die klar bessere Mannschaft waren. James Rodriguez da wird nicht richtig angegriffen und Liverpool nicht ganz sattelfest da hinten. David Alaba und wieder Alisson Becker. Der war an diesem Abend herausragend. Der konnte alles wegfischen, was auf seinen Kasten kam. Doch die Bayern hatten immer noch nicht genug nach vorne zu spielen und bekamen nochmal die Möglichkeit. Der Eckstoß nicht richtig geklärt. Kingsley Coman. Thiago legt zu Lewandowski. Der zurück auf Kingsley Coman. Und wieder Alisson Becker. Und das war es dann tatsächlich. Der FC Bayern München verliert am Ende höchst unglücklich mit 1:0. Aber wenn sie so im Rückspiel in der Allianz Arena spielen und wenigstens nur einen halben Tick besser ihre Chancen verwerten, ist da alles drin. Zumindest wenn der FC Liverpool so schwach auftritt wie heute, muss man nicht mit rechnen, aber im Rückspiel ist trotzdem noch alles offen. Der FC Schalke 04 ist gegen Manchester City krasser Außenseiter, da gibt es wahrscheinlich nicht viel zu diskutieren, und die Elf von Pep Guardiola spielte von Beginn an sehr zielstrebig nach vorne. Brümer kann den Ball hier nicht richtig klären, Fernandinho macht es nochmal scharf, Raheem Sterling, einfaches, gutes Zusammenspiel und das 1:0 in der fünften Spielminute. Sergio Aguero mit der Führung für die Gäste und der tiefe Stich schon schnell ins königsblaue Herz. So schnell das 0:0 herzuschenken, ist nicht unbedingt optimal, zumindest wenn man weiterkommen möchte. Sebastian Rudi jetzt hier etwas unter Druck gesetzt. Brümer mit dem Fehler, dann ging schnell Fernandinho auf Sergio Aguero und 0:2.
Der FC Schalke 04 bringt sich hier selber um eine, ja, zumindest vernünftige Ausgangslage. Jetzt mussten sie aber auch mal nach vorne spielen. Mit 0:2 wird man dann im Etihad Stadium nicht sonderlich weit kommen. Der Abschluss von Marc Uth dann mal aus der zweiten Reihe. Schon 28 Minuten hier von der Uhr. So viel macht im Man City gar nicht nach vorne. Aber der FC Schalke lud sie eben ein zum Tore schießen. Und das nutzen sie bis dahin gut aus. Hier die Möglichkeit von Ederson pariert. Über eine halbe Stunde gespielt. Jetzt wieder Manchester City über die rechte Seite. Walker, Fernandinho sehr auffällig. Sterling mit der Flanke. Bernardo Silva viel zu frei am zweiten Pfosten. Und das 0:3. Und war es jetzt wirklich nach 33 gespielten Minuten im Achtelfinale schon der Knockout? Ein bisschen sah es danach aus. Manchester City ist als Mannschaft nicht zu unterschätzen, aber so hätten sie hier nach 45 Minuten sicherlich nicht untergehen müssen, die Schalker. Und das wird jetzt richtig schwer. Erstmal noch 45 Minuten hier zu absolvieren und dann im Etihad Stadium auch den ein oder anderen Treffer erzielen zu müssen, nicht unbedingt das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Stunde knapp gespielt, aber Schalke macht es jetzt besser und Sebastian Rudi hätte vielleicht sogar noch gehen können. Kein Problem für Ederson, den hier abzufangen. Manchester City zog sich zurück, konnte immer wieder kleine Nadelstiche setzen und dann setzen sie sich auch mal wieder vorne fest am 16er und Ilkay Gündoğan, das kommt auf einen rabenschwarzen Tag der Königsblau noch oben drauf. Ein Ex-Dortmunder mit dem 0:4 in der 65. Spielminute kann sich da drehen und wenden, wie er möchte und setzt den Ball auch perfekt oben links rein. Bitter für Nübel und so stand es da 0:4. Jetzt spätestens war klar, nicht die herausragende Ausgangslage fürs Rückspiel, um es mal untertrieben darzustellen. Kevin De Bruyne nochmal mit der Möglichkeit, hier einen draufzusetzen, 5 Minuten vor dem Ende. Aber die Zeit trudelte jetzt so davon. Man City wollte aber gerne noch einen draufsetzen, um wirklich alle Zweifel zu beseitigen. Aber wenn man ehrlich ist, das 0:4 dürfte für Schalke schwer werden. Nochmal Sergio Aguero in der ersten Minute der Nachspielzeit. Jetzt nochmal Nübel mit der Auszeichnung. Verhindert das 0:5 und dann sieht zumindest auf dem Papier nicht ganz so bitter aus. Aber wenn man ehrlich ist, dann dürfte es das gewesen sein. Der FC Schalke 04 hat sich früh selbst in Bedrängnis gebracht. Das 0:2 spätestens war der Genickbruch und dann ging es einfach nur noch über sie hinweg. Schalke verliert mit 0:4. Im Achtelfinale der Champions League stand das Duell der Abgezockten an. Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Die sind wirklich in der Lage, jeden zu schlagen in der Champions League. Jetzt treffen sie eben schon in der Runde der letzten 16 aufeinander. Die erste Möglichkeit nach 9 Spielminuten gehörte Cristiano Ronaldo von Oblak, hier aber noch abgefangen, ohne große Probleme. Für Ronaldo natürlich als Ex-Madrilene auch noch ein besonderes Spiel gegen Atleti anzutreten. Die Italiener hatten hier aber die bessere Anfangsphase und Atletico war erstmal darauf bedacht zu verteidigen. 18. Spielminute, das war jetzt nicht unbedingt heiß, dieser Torschuss, aber trotzdem mal interessant zu zeigen. Dann eine Kontermöglichkeit für Atletico, das war jetzt von Juventus Turin nicht gut verteidigt und Alvaro Morata mit dem Torschuss hat ja auch bei Juventus mal gespielt. Auch in der Champions League schon für sie getroffen. Hier ist es aber Wojciech Szczęsny, der den Ball erstmal parieren kann. Vor der Pause wurden die Rot-Weißen aber nochmal besser. Lemar und Alvaro Morata. Felipe Luis auf der linken Außenbahn. Hernandez war verletzt, konnte nicht spielen. Und Diego Godin machte das 1:0. 44. Spielminute. Aus knapp 8 Metern köpft er das Ding ein. Szczęsny ist die Distanz zu kurz, um die noch abzuwehren. Und der Innenverteidiger, vorne geblieben nach einem Standard, macht eben das 1:0. Vor der Pause aber nochmal die Gäste aus Turin. Pjanic wird nicht angegriffen, kann dann aus 16 Metern schießen, aber Jan Oblak hält den Ball fest und dann war Pause. 45 Minuten von der Uhr, eine gute, ausgeglichene, durchaus unterhaltsame Partie, die aber etwas schmeichelhaft für Atletico mit 1:0 in die Pause ging. Das sollte sich jetzt im zweiten Durchgang aus Sicht der Gäste definitiv ändern. Zumindest ein Auswärtstor möchte man hier mitnehmen. Bernardeschi mit der Flanke. Oblak erstmal mit der kleinen Unsicherheit zumindest. Kriegt er ihn nicht richtig weg.
Und dann Sami Khedira mit dem Abschluss, mit der Möglichkeit zum 1:1 aus der Drehung. Das macht er richtig stark und da fehlt dann am Ende auch nicht viel. Der fliegt haarscharf über die Latte rüber. Oblak hätte wohl auch nicht mehr eingreifen können. Knappe Stunde jetzt von der Uhr. Atletico spielte nicht mehr so gut nach vorne, aber auch sie immer gefährlich aus Nicht-Situationen, die überhaupt nicht gefährlich sind, etwas zu machen. In der Szene ist jetzt nicht wirklich viel bei rausgesprungen. Alvaro Morata mit dem Kopfball, aber Wojciech Szczęsny hält den Ball fest. 20 Minuten nur noch auf der Uhr und Juventus Turin hätte auch langsam mal wieder nach vorne spielen müssen. Stattdessen gerieten sie wieder hinten unter Druck. Szczęsny ist es wieder in der 72. Spielminute gegen Correa, der das hier klasse macht. Gut eingelaufen, der Abschluss dann nicht gut genug und Szczęsny macht sich eben groß. Die anschließende Situation, die Möglichkeit zum 2:0. Morata legt in die Mitte, Antoine Griezmann, Szczęsny mit der Parade, nochmal der Schuss, Khedira schmeißt sich rein und somit bleibt es weiterhin beim 1:0. Diese Parade hier extrem stark gegen Griezmann, der heute sehr unauffällig war, aber es lief ja trotzdem. Jetzt noch 10 Minuten zu spielen. Rugani legt den Ball zu Alexandro auf der linken Außenbahn. 10 Minuten eben noch auf der Uhr. 10 Minuten noch Zeit, um einen Treffer zumindest zu erzielen. Mandzukic mit dem Kopfball, aber zu harmlos. Wir springen jetzt in die Nachspielzeit. Noch einmal Juventus Turin. Matuidi legt nochmal zurück. Das machen sie ganz cool, ganz überlegt. Matuidi legt raus zu Cristiano Ronaldo. Und der zieht den Ball fast in den Winkel, aber eben nur fast. Und bei diesem Fast blieb es dann. Es war das 1:1 definitiv drin für Juve. Sie schafften es am Ende nur nicht. Godin konnte diese Partie also entscheiden. Ein 1:0, perfekte Ausgangssituation für Atletico Madrid dann im Juventus Stadium. Eintracht Frankfurt konnte sich für eine extrem starke Leistung in Überzahl gegen Schachtar Donetsk nicht wirklich belohnen. 2:2 ist aber durchaus ein Resultat, mit dem man leben kann. Hier war aber der Gast von vornherein gut aufgelegt. 6. Spielminute, Malos mit dem 1:0 für die Gäste. Und ja, Stand jetzt wäre Schachtar Donetsk weiter. Eintracht Frankfurt etwas nervös, eventuell sogar vor eigenem Publikum. Aber dann spielten sie auch nach vorne. Die Mannschaft von Adi Hütter wieder klasse eingestellt. Kostic auf Willems. Kein Abseits, der macht den Ball fest. Sehr gut gegen Butko, liegt zurück auf Mijat Gacinovic und das 1:1. 15. Spielminute, die SGE mit dem 1:1, das ganz wichtig war. Nicht lange diesem Rückstand hinterherlaufen. Super Treffer. Pijatov ist noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Es war eine ausgeglichene Partie in ausgeglichener Spieleranzahl. 11 gegen 11 noch etwas ausgeglichener. Guter Ball von Tyson und dann tolle Parade von Kevin Trapp. Das 2:1 wäre schon extrem schmerzhaft gewesen, weil dann ein Treffer wiederum nur zur Verlängerung gereicht hatte. Das heißt, dieses 1:1 wollte man unbedingt verteidigen. Aber es war nicht so einfach, weil Schachtar eben auch eine gewisse Qualität an den Tag legt. Kovalenko und dann Ismaili, der linke Verteidiger, wieder auf Kovalenko. Am Ende ist der Abschluss aber zu harmlos und nichts, was Kevin Trapp wirklich in Bedrängnis bringen könnte. Da wird er nicht mal nervös. Das war deutlich weit am Kasten vorbei. Was war mit Eintracht Frankfurt nach vorne los? Im zweiten Durchgang meldeten sie sich dann endlich mal wieder zu Wort. Denn Da Costa, der hatte einige gute Möglichkeiten zum 3:2. Und hier ist es dann die Möglichkeit für Ante Rebic nach toller Flanke von Danny Da Costa zum 2:1. Aber der Routine im Kasten von Donetsk kann das Ding hier etwas zu zentral platziert noch ohne Probleme rauskratzen. Die Zeit wurde knapper und für Eintracht Frankfurt spielte das natürlich gut in die Karten. Jovic ist das, braucht etwas zu lange zum Abschluss und so viel auch nicht das 2:1. Das wäre ja eben zumindest die Sicherheit dafür, in die Verlängerung zu kommen. Von Schachtar kam nach vorne, aber bis dato zu wenig. Kostic legt zu Ante Rebic mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Danny Da Costa an den Außenpfosten, aber der Winkel war hier deutlich zu spitz. Da kann er nicht mehr wirklich viel draus Profit schlagen. Absolute Schlussphase. Einmal noch Schachtar Donetsk nach vorne über die rechte Außenbahn. Da kommt ein Dicker nicht hinterher und jetzt Butko mit viel Platz. Alan Patrick mit dem Kopfball in die Arme von Kevin Trapp und dann war Schluss. Eintracht Frankfurt zieht in die nächste Runde ein. Eintracht Frankfurt
gewinnt mit diesem 1:1 den Einzug in die nächste Runde und die Fans freut es. Es ist über die 90 Minuten oder die 180 verdient. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss. We'll be right back.